Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Star Wars Empire at War Force of Co Battlefront Commander. Nächste Schlacht. Tactical battle imminent. Das Ding kommt eigentlich einfach nicht zur Ruhe, ne? Du bist doch. Soll ich jetzt ernsthaft Auto-Resolve machen? Wieso sind da noch so exorbitant viele Venatoren? Ich glaube, das kommt davon, dass wir die Flotte zusammengezogen haben. Ich will mir jetzt eigentlich diese Süßigkeiten, die hier liegen, aber reinschnabulieren. Verdammter Mist. Enemy sighted. Hallo, Flunderschiff. Wenigstens ist der Todesstern mal relativ gescheit positioniert. Let's show these dissidents who rules this galaxy. Remove their influence from the system by destroying all their defenses. Inzwischen sogar das Imperium, ja? Ihr habt es geschafft, eure Galaxis zurückzuholen. Herzlichen Glückwunsch. Reinforcements en route. Enemy base will be in range in 30 seconds. Reinforcements en route. Wiedersehen. Normalerweise müsste der jetzt an. Ach ne, ich fliege weiter. Blub. What is your order? Enemy base will be in range in 15 seconds. Warum das die Kunden sind, verstehe ich auch nicht. Hammer reporting. Okay, wäre wahrscheinlich sonst ein bisschen müde, immer so zu warten, aber. Enemy base will be in range in 5 seconds. Ja, ja, ist gut. Ich kann selbst die Uhr lesen. Auch wenn du mir das vielleicht nicht glaubst. Schön, ich werde trotzdem nicht schießen. Ich brauche den Planeten. Oder ich brauche ihn vielleicht nicht, aber ich will ihn jetzt nicht zerstören. Guck doch mal. Hallo, Todesstern. Werd mal fertig. Du bist doch kein Berliner Flughafen. Kannst du auch irgendwas anderes? Nö. Copy that. Ist das als Fabrikschiff jetzt vielleicht auch sogar, dass es hier weiterbaut? Das wäre auch lustig. Hast es. Commander, coming around. Na, Nase juckt. Verdammter Mist. Und jetzt könnte ich auch mal weiter überlegen. Was wollte ich. Was ist mir da eingefallen? Über die Glocke habe ich schon gesprochen. Ach, du bist da. Unser Schwerkraftgenerator ist da unten. Ich finde es auch lustig, wie der einfach, wie dieses kleine Schiff einfach für alle gilt. Du. Komm mal da weg. Du komm mal da hoch. Du komm mal hier. Komm mal. Ja, mach mal einen Raid. Was könnte ich denn hier bauen? Ich weiß es nicht. Construction complete. Forschungsstation von mir aus. Schildgenerator. Ist ja eh wurscht. Ich frage mich, wie viel der Handel hier bringt zwischen den doch relativ entfernten Welten. Er hat es geschafft. Wow, 8. Es bringt 3. Stell dir vor, dieser enorme Handel. Das will ich sehen, ob das vielleicht eine Mine auch den Handel hier erhöht. Das wäre nämlich lustig. Yes, Commander. Gut, dann könnten wir uns eigentlich langsam mal mit dem Gedanken anfreunden. Ach, scheiße, das kann ich natürlich den nicht unterscheiden. Imperial, ja toll. Kann sie nur daran erkennen, welche Position sie innehalten. Müsstet ihr die Imperialen sein. Construction complete. Klont mal, los, schneller klonen. Dahin und Construction complete. Beginnen. Ja. All ground. Ui. Ja, toll, aber. Das ist ja, sind ja in der Regel nur Effekte, die sich auf die Sicht auswirken. Dich will ich mal hier. Plop, 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 plop.
Removing their land bases in the area would go a long way in helping us keep the rebels out of our space. See to it. Awaiting orders. Boom, boom. Was bist denn du eigentlich? Ja, interessante Eigenschaft mit dem Schild. Der war nicht so krumm. Ich hab das Spiel mehrmals durchgespielt. Moving. Advancing. Ready. Weapons loaded. So. Ready. Ihr macht euch mal auf Weg da. Was? Natürlich. Junge! Sir. Was glaubst du, was du bist? Du bist ein. Was bist du denn jetzt hier eigentlich? Carbonite Warlord. Du sprühst in der Regel irgendein Carbonit oder so. Ja, okay, Ladung Carbonit. Nicht dein Ernst. Skip ready. Hab ich vergessen. Unit destroyed. Das war ungeschickt. Och ne, jetzt fängt er schon an. Pirate Skip here. Ich hätte ein Autosolve machen sollen. Copy. Komm. Attack that target. Los. Unit destroyed. Du willst. Unit destroyed. Roger. Du bist ein Carbonit-Druid. Target confirmed. Du sprühst und du schießt nicht. Bombing run available. Weißt du, das ist jetzt anders. Also sorry. Unit destroyed. Danke. Was ist denn jetzt hier alles kaputt gegangen? Dürfte ich mir das mal bitte angucken? Geil. Alle. Oh Gott! Der Deepa! Hätte ich mich gescheit eingestellt. Gut. Ja. Das ist jetzt. Das ist alles geplant. Repulsorlift. Mhm. Ja. Wie die imperialen Sternzerstörer auch alle schön in Reihe und Glied spawnen, so. Ich reih mich ein. Oh, du verreckst schon. Gunship reporting. Let's show these dissidents. Du bist kein Gunship. Dazu hast du zu wenig Guns. Influence from the system by destroying all their defenses. Do you have something to report? Yes, sir. Nicht für dich. Roger that. Primary engine system is down. Ah, und schon wieder ist unser Gunship kaputt. What is your order? So. 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 Ready to receive orders. I'm ready. Flawn. Na, Flawn. Standing by. Cover me now. Reinforcements on route. Na, Venatoren. Ihr erinnert mich immer noch an glorreiche Zeiten. War alles nicht so grau und grau, aber das macht einen echt depressiv, ey. Your orders. Ja, hau mal bitte ab. Ready, sir. I've got him. Ion cannon firing. I have them now. Böse Ion cannon. Das soll's nicht tun. Ja, natürlich. Ready to deploy. Watch for enemy ships. Batteries online. Ready for orders. Hallo, alle auf Gegner, ja, bitte. Ready for orders. Wie bearbeitet doch das hat endlich, dass die Scheiße. Oh ne, man bräuchte eigentlich ein komplett neues Spiel. Ach genau, im Übrigen, ich habe mal. Es gibt jetzt nämlich eine neue Mod für. Genau, das könnte ich eigentlich auch machen. Ich könnte eigentlich mal Battlefront 2 durchspielen, wenn ich. Also wenn das dann hinkriegt, dass das Ding mal gescheit aussieht. So ein paar Grafikmods draufballern. Und dann vielleicht auch nochmal eine Mod dafür vorstellen, und zwar die gute alte. Also es gibt da eine neue Mod. Und zwar. Die dann das Battlefront 3, wie es gedacht war, jedenfalls, glaube ich. Ich habe mir die Mod noch nicht angeguckt. Die das so dann ungefähr umgedreht. Wo bleiben schon Sternzerstörer? What is your order? Right. Where'd he go? Yes, Commander. Locking on. Ja, los. Setting up my run, sir. Tut das, wofür gebaut wurdet. Standing by. Enemies in range. Am besten diesmal nicht sterben. Ready, sir. Eine sehr angenehme Überraschung. Ready for orders. Nowhere to run.
Los. Flunder darf sich auch bewegen. Tarkin ist an Bord. Flunder? Flunder bewegt sich. Es ist nicht das, was ich filtern muss. Das ist Imperium von mir fordert, ne? Also hast du gesagt, das, was ich will. Squadron standing by. Commencing attack round. Los. We're moving out. Das ist eigentlich auch eh keine Herausforderung, wenn die Rebellen nicht gescheit techen. So, komm. Ui. Ready for the kill. Ach genau, das Tutorial für die Mod, also wie ich die, wie man die Mods installiert, wird ein sehr langes, also relativ lang sein, in dem Sinne, dass ich da wirklich jeden Scheiß erkläre. Wenn da noch irgendeine dumme Frage, also noch irgendeine Frage in die Richtung in den Kommentaren kommt, werde ich die nicht mehr beantworten. Ich werde sie nur noch auf das Video verlinken. Und dann kann er sie entweder da drunter stellen oder wird durch das Video beantwortet. Wenn ich mir sicher bin, dass die Frage im Video beantwortet wird, dann werde ich die auch nicht mehr beantworten, weil. So langsam. Ich kriege immer die gleichen Fragen. Ich beantworte die immer gleich. Und ich könnte ja auch eigentlich technisch gesehen auf immer das gleiche Video, was ich schon mal gemacht habe, verweisen, weil ich zwei Videos mal gemacht habe. Ein etwas aktuelleres, so, wo ich sogar erklärt habe, wie das mit Game Ranger geht. Ich bin zwar aber mit beiden noch nicht so zufrieden. Und deshalb werde ich halt ein komplett neues machen. Aber daran ist es halt erklärt, wie es geht. Es muss halt nur jemand mal auf die Idee kommen, zu suchen. Entweder mal bei Google eingeben oder bei mir im Kanal gucken oder irgendjemand anders fragen. Oder ich glaube, in der Steam-Gruppe müsste es eigentlich auch Leute geben, die das können. So, komm. Dein Bravischer. Haben wir's? Hallo? Danke. Ohne ein, noch nicht mal irgendein Verlust. So gehört sich das. Ja, und jetzt hier werde ich erstmal aussortieren. Hier gehen mir auf den Sack. Ihr unnötigen Dämlack-Truppen. Construction complete. Die keiner mag. Du auch. Du auch. Du bist an sich ganz lustig, aber du auch. Und du hast hier nichts zu suchen. So. Mal gucken, ob die Armee, also in Anführungszeichen Armee, es alleine schaffen würde, da irgendwas hinzukriegen. Und wehe, der benutzt Darth Vader, dann kriege ich... Oh Gott, ich hätte Darth Vader nicht auf. Ich darf anpassen. Und dann trotzdem mich alle gestorben. Und wieso musste jetzt da Vader ausrechnet verrecken, ey? Ich hätte eigentlich nicht erwartet, dass wir das schaffen. Construction complete. Willst du mich verarschen? Wenigstens wird danach gebaut. So, du. Wir haben hier jetzt doch noch Gunships. Ach, alles nur Gunships. Construction complete. Ja, die Sniper waren ja nicht ganz lustig. Complete. Was kann man denn hier noch so machen? Beginning Construction. Nein, wirkt sich also nicht auf die Handelsroute aus. Wenn man irgendwo mehr baut. Reporting. So, jetzt haben wir 16 von den Dingern. Recruiting Troops. Ja, eigentlich, die kennen wir ja eigentlich. Du da. Wer ist ja tot, ich vergaß. Construction complete. I see. Todesstern. Werdet euch mit der Flotte vereinigen. Ihr werdet euch mit der Armee vereinigen. Dann müsst ihr auch nochmal aussortieren. Ah, genau. Enlisting troops. Die sind hoffentlich lustig. Und dann bereiten wir den Sturm auf Endor vor. Die letzte Festung der Rebellion. Frag mich bitte nicht, warum.
Wenn man bedenkt, dass da der Todesstern gebaut wurde, ist das eigentlich relativ dämlich, geschichtlich gesehen, dass die der Rebellion gehört. Nee, komm mal her, ich will keinen Raid da machen. Komm mal her. Receiving location. Reporting. Ui, die imperiale Aufräumtruppe ist da. Du kommst auch mal dahin. Wenn man, was ist denn das nochmal? Das ist da. Dark Trooper P1, ja. Sieht irgendwie nicht so Dark Trooperig aus. Very well. Reporting. Gut, wir sind Millionäre. Ach, das, ey, ganz ehrlich, das hätte ich mal in Republic at War gern, den Betrag. Da könnte sich die Republik mal flachsen wie sonst was. Ja, wir warten im Prinzip nur, eigentlich schon fast nur noch darauf, dass Vader wiederkommt. Der in seinem Superschiff wirklich stark ist, aber sobald er am Boden ist, ist er irgendwie ein Hühnchen. Schwach auf der Brust wie sonst was. Constructing. Ich gebe einfach mal Geld Constructing. Aus. Geld aus. Building started. Reporting. Recruiting troops. Die größte Flotte, die das MP je gesehen hat. Und wahrscheinlich auch die mischmaschigste. 12 imperiale Sternzerstörer. Jo, es geht eigentlich mehr. Komm, bauen wir den Prestige-Sternzerstörer. Ach, das geht ja gar nicht. Sternzerstörer. Construction complete. Construction complete. Building started. Shield generator constructing. Ich brauche mehr Welten für Sternzerstörer. Construction complete. Beginning construction. Hier haben wir auch noch welche. Wie viel haben wir denn hier? Da geht mehr. Vehicle in production. Was? Wieso? Warum tust du mir das an? Ich will irgendwo Sternzerstörer bauen. Construction complete. Building under construction. Jawohl. Constructing unit. Nee, da nicht. Oh, ich habe immer noch vergessen, ins Steam offline zu gehen. Und wehe, mich schreibt da jemand an. Dann werde ich schwittern. Building started. Habe ich sonst noch irgendwo eine Welt, die nicht schön ausgestattet ist? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das da. Shield generator constructing. So, jetzt komm mal her. Komm. Boah. Construction complete. So. Construction Star Destroyer reporting. Nur gucken. Ich sag nur gucken. Construction complete. Construction complete. Reporting. Construction complete. So. Ah, wenn ihr die Musik genießen könntet, aber tja, ist ja jetzt eigentlich nicht meine Schuld. Progress will be swift. On the way. Construction complete. Recruiting. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht immer noch, was ich sagen wollte. Hey, das war so gut. Verdammter Mist. Star Destroyer reporting. Zu dem Zeitpunkt konnte ich halt nicht aufnehmen. Was sind das eigentlich für Themen? Victory 2? Victory MK 2? Achso, Fregatta, ja. So. Bis der Todesstern da ist, ist ungefähr so viel Zeit vergangen. Da könnte man alles tun. Zum Beispiel die Folge beenden. Und ich dachte, wir kriegen es vielleicht sogar diese Folge noch durch. Und ganz ernsthaft, was mache ich danach? Ich hatte ja, also eigentlich war ja geplant, das Spiel so lang zu spielen, bis der Patch rauskommt, wo ich langsam echt ungeduldig werde, weil der kommt halt einfach nicht. Unit in production. Aber Unit in production. Das war's wohl. Construction complete. Building under construction. Dämlicher. Beginning construction. Reporting. Ja, ich sollte eindeutig ins Steam offline gehen. Reporting. Weil ich finde, ich persönlich finde sowas immer irgendwie relativ unprofessionell. Unprofessionell.
Unpremlable. Komm, du, wo könnte er jetzt eigentlich wohnen? Wo wurde jetzt unser Imperator? Coruscant ist ja nicht da. Wo? Naboo, komm. Reporting. Ich würde eigentlich in so einer schönen Welt wie Naboo nicht mit der Anwesenheit des Imperators verschandeln. Naja. Oh Gott. Komm da weg und beweg deinen dummen, nicht mehr vorhandenen Arsch. Naja. Bis die Truppen ankommen. Weil die KI wird es wohl nicht wagen, mich hier anzugreifen. Das wäre so unglaublich dumm. Das ist noch nicht mal in Worte zu fassen. Tag 5 Raumstation, Bodengeschütz und eine riesige Flotte. Das wäre auch schon mal was. Einfach so. Ach, im Übrigen. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Das habe ich schon mal getwittert sogar. Angeblich ist die Battle von Commander Multiplayer fähig. Aber lass das bloß nicht den Film schauen. Sonst wird der nicht mehr ruhen, das hinzukriegen. Oder besser so. Was, das ist ja immer seine stille Drohung, ne? Naja, ich sag da mal, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder, wenn der tote Stern angekommen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, gehabt euch wohl, bleibt mit dem Mann.